Wir haben tatsächlich nur mehr eine relativ kurze Zeit, die wir überbrücken müssen, bis diese Pandemie ihren Schrecken verlieren wird. Durch die Impfung ist es völlig klar, dass wenn die vulnerablen Gruppen, also die Menschen über 65 und diejenigen Menschen mit Vorerkrankungen, geimpft sind, diese Erkrankung ihren Schrecken verlieren wird und sich wandeln wird zu einer ganz normalen Erkrankung, wie jede andere auch, wo jeder, wenn er sie bekommt, im Spital die optimale Behandlung bekommt. Aber es wird dann kein Problem mehr sein aus epidemiologischer Sicht oder es wird kein Problem mehr sein für die Politik, sondern es wird, wie jede andere Erkrankung, ein medizinisches Problem sein. Und es wird dann auch nicht mehr das Problem auftauchen, dass die Intensivstationen nicht mehr alle Patienten aufnehmen können und wir deswegen Vorsicht walten lassen müssen. Nun, ein zweiter Faktor ist jetzt schon dazugekommen. Sie haben es schon gehört, es gibt eine britische und andere Varianten dieses Virus, wobei sich besonders die britische in Europa derzeit ausbreitet. Sie dürfte so grosso modo 50% infektiöser sein. Das klingt auf den ersten Blick nicht so schrecklich. Es wurde hier schon ausgeführt, es ist aber bedrohlich, weil eine 50-prozentig höhere Infektiosität dazu führt, dass wenn dieses Virus der dominierende Stamm wird und das andere Virus verdrängt, wir innerhalb von 4 Wochen nicht um 2-mal mehr, sondern um mindestens 5-mal mehr Erkrankungsfälle, Intensivfälle, aber auch Sterbefälle zu erwarten haben. Das Virus ist in Kontinentaleuropa eingedrungen, es verbreitet sich auch in Österreich. Wir haben gestern als Gruppe von Wissenschaftlern, die ich hier vertrete, gemeinsam mit dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Bürgermeister und den Landeshauptleuten beraten, was wir machen sollen in Österreich. Und so wie die Politik sich nicht immer einig ist, können wir Wissenschaftler uns auch nur über die Fakten üblicherweise einigen und ziehen dann aber doch ganz gewaltig unterschiedliche Schlüsse daraus. Nun, gestern war es in Analogie zur Politik ganz ähnlich. Alle Wissenschaftler waren plötzlich einer Meinung und haben gesagt, es ist jetzt wichtig, die wirtschaftliche und medizinische Entwicklung bis zum Greifen des Impfschutzes für die vulnerablen Gruppen so zu gestalten, dass die ökonomische und die medizinische Entwicklung verkraftbar sind und möglichst wenig die Wirtschaft geschädigt wird. Wir haben derzeit nach diesem Lockdown noch zu hohe Fallzahlen. Wir würden mit und ohne die britische Variante innerhalb weniger Wochen wieder bei Tagesfallzahlen von 6.000 stehen. Und Sie erinnern sich an den November, das ist diese magische Zahl, wo die Intensivkapazität kippt. Daher sind wir überzeugt und haben gemeinsam der Bundesregierung und den Landeshauptleuten empfohlen, einige Zeit länger den Lockdown zu führen, damit die Fallzahlen so weit runtergehen, dass man dann mit flankierenden Maßnahmen bis in den Frühsommer kommt, wo diese Pandemie ohne dies einen großen Teil ihres Schreckens verliert. Das heißt, wir streben an eine Tages- oder eine 7-Tages-Inzidenz von 50. Dazu wird es zum jetzigen Lockdown, der seine Kraft ein bisschen verloren hat, zusätzlicher Maßnahmen bedürfen. Dazu hat die Bundesregierung und die Landeshauptleute eben beschlossen, die Abstandsregeln zu vergrößern, die FFP2-Masken einzuführen und das Testen auszubauen. Diese Maßnahmen müssen am Ende des Lockdowns weitergeführt werden und wir sind uns sehr sicher, dass man mit einem konsequenten Tragen der FFP2-Masken, mit einem konsequenten Einhalten des Abstandshaltens und auch einem Ausbau des Testens und damit des Herausnehmens Infizierter diese Zeit bis in den Frühsommer überbrücken können, sodass dann wieder in Österreich ein normales Leben einkehrt. Das Wichtige ist, dass man mit dieser Impfung sich selber schützen kann. Herdenimmunität werden wir nicht erreichen. Sie haben das gestern gehört aus dem Beispiel in Brasilien, in Manaus.
Da ist gezeigt worden, obwohl dort schon über 75% die Erkrankung durchgemacht haben, grassiert das weiter. Aber noch einmal, wenn die vulnerablen Gruppen geschützt sind und alle Menschen mit Vorerkrankungen, dann spielt das Ganze nur mehr eine medizinische Rolle. Und letztlich werden sich alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, impfen können. Und diese Wirkung ist, diese Impfung, das kann man gar nicht oft genug betonen, ist eigentlich ein kleines Wunder. Niemand hat gerechnet unter den Wissenschaftlern und den Impfexperten und den Virologen, dass bei diesem Virus eine Impfung auf den Markt kommen würde, noch dazu in so kurzer Zeit, die einen praktisch vollständigen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bieten würde. Herzlichen Dank.